wirst hier sterben. Was zur Hölle? Ich muss vorsichtig sein. Was zum Teufel war das? Geh, bevor es zu spät ist. Brandschaden. Interessant.
Was zum Teufel war das? Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Schönes Paar. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb an Trauer und Einsamkeit. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everek zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben, aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Zu nah am Haus. Ich suche das weiter. Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss.
Iris von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Ich kann nicht viel über Iris von Everick sagen, aber ihre Bilder gefallen mir. Schade, dass sie aus ihrer Kunst nicht mehr Trost schöpfen konnte. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. Wo bin ich hier? In der gemalten Welt, der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Also gut. Es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht.
Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Geister von Olgierd und seiner Frau, warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Farbpalette. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Der Geist aus der Steppe, oft gelesen, ganz abgegriffen. Das stimmt wohl nicht. Passt perfekt. Passt perfekt. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Nein, ein Albtraum. Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Weinglas.
sieht wie das von Olgierd aus. Ein Brautschleier? Das stimmt wohl nicht. Passt perfekt. Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Schon wieder er. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Und nur wenig anders als das Bild. Auf dem Bild haben sie gebrannt. Silber, das ist noch nicht alles. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich.
Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Zeig mir, was du zu bieten hast. Also folgen wir ihm. Dieser Ort gefällt mir nicht. Ist fast weg. Das stimmt wohl nicht. Ein Nachthemd, offenbar nie getragen. Das Handtuch hat Blutflecken. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Verschwommene Erinnerung. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Frisch, wie eben erst gewaschen. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Das stimmt noch nicht. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Müsste passen. Das gehört hierhin. Das stimmt noch nicht. Ein Kelch. Wie der auf dem Bild. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde.
Vielleicht hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd! Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Die Tore der Mysterien, zwischen den Welten, die Bibliothek eines Okkultisten. Blutpakte über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide, dann kann ich Kerzen aufstellen. Bienenwachskerzen. Kreide, Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Wie wär's damit? Nichts. Und was ist hiermit? Kein Fünkchen. Und so? Nein, ich hab's verbockt, schätze ich. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Yala. Soba Kamisa Abarasas.
Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Feuer! Wir rennen schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bier humpen, aber es war Wodka drin. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Nicht ganz. Die Erinnerung ist noch unvollständig. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Komm zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug! Du erteilst uns keine Befehle! Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Eine große Tonschüssel. Tierhaare. Das stimmt wohl nicht. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden.
Eine Platte. Passt perfekt. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Na also. Krallenspuren. Das war wohl deins. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen. Und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Evereck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Evereks größte Angst. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da alles von ganz überwältigt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin willst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Du musst doch gesund werden und mich nur gut sein. Leblos und langweilig fällt's einem in der Straße.
Schwarze. Mir bleibt keine Wahl. Du bist nicht er. Warte,
Ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Mach dir keine Gedanken um ihn. Er ist nicht mehr der, den du geliebt hast. Sein Herz ist also weiterhin steinern. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk? Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierds Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, erleidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl.